Sündhaft und verrückt. Genau, verrückt. Jemand begleitet ihn, der verrückt ist. So. Und dann beschreibt hier Prabhupada nämlich, dass wenn man sich dieser Sinnesfreude hingibt oder diesem Sinnesgenuss oder speziell in diesem unteren Bereich sich da hingibt, dass man dann eigentlich in dem Moment irre ist. Und dass man andersrum besetzt ist von etwas vom Außen, könnte man sagen. Es wird auch in den Veden beschrieben, dass Leute, die irre sind, was ist mit denen? Haben die einfach nur ein mentales Problem? Oder sind sie beeinflusst vielleicht von außen? So. Und das wird auch im fünften Kanto wird es beschrieben, dass wir auf dieser Welt hier leben, auf Bualok, auf einem Planeten, und dass es über uns Planeten gibt und unter uns Planeten gibt. Und dass wir eigentlich diese drei Planetensysteme haben. Und es wird alles sehr umfangreich erklärt. Aber was interessant ist, ist, dass über unserem Erdplaneten noch ein Planeten ist. Nämlich der Planet der Geister und der Gespenster. So. Und wird beschrieben, dass diese Geister, die dort leben, die also sehr nah an unserem Planeten dran sind, was hat ein Geist für Eigenschaften? Ein Geist hat keinen Körper. So, aber wie wir wissen, hat er einen feinstofflichen Körper, der grobstoffliche Körper fehlt, aber er nimmt diese ganzen Eigenschaften, die wir haben, nimmt er auch mit. Also diese ganzen Eigenschaften des Sinnesgenusses zum Beispiel, dass er körperlich sein will, dass er essen will, dass er was berühren will und diese ganzen Sachen, die wir jeden Tag praktizieren, will ein Geist eigentlich auch praktizieren. Kann es aber nicht, weil er diesen Körper nicht hat. So. Und dann wird beschrieben, dass diese Lebewesen sozusagen in Form von Geistern, dass sie hier auf unserer Erde rumgeistern. So. Und was machen die? Oder was machen die gern? Oder was ist ihre Eigenschaft, was sie machen könnten? Heißt nicht, dass sie es bei jedem machen, aber sie suchen eigentlich Menschen, die schwach sind, die nicht stark sind, die sich genau dahin geben wollen, nämlich der Sinnesbefriedigung oder die schwach sind, mental schwach sind. Und dann können diese Geister, wird beschrieben, in diese Menschen eingehen und können sie total irre machen. So. Kennen wir so eine Menschen? Da haben wir so eine Menschen schon mal gesehen. Ich denke, jeder von euch hat schon mal einen Menschen gesehen. Ich war jetzt unterwegs wieder, war ich in Berlin kurz, bin ich U-Bahn gefahren und da war eine Frau, die war komplett irre. Die ist durch den Waggon gerannt, hat alle angeschrien, war total in ihrer Welt so. Sie ist nicht körperlich geworden, sie ist nicht greiflich, aber sie hat alles, das richtig gesehen, sie war nicht sie selbst. So. Und hat nur wirre Sachen geredet und da hast du so gedacht, so, was ist mit ihr nicht in Ordnung? Und jeder würde sagen, okay, diese Frau ist irre, sollte in die Klapse, sollte bla 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 bla, so. Aber wir als Devotis mit dem Wissen der vedischen Weisheit wissen, okay, dieses Lebewesen oder dieser Mensch ist körperlich so schwach, dass es sich nicht mehr selbst unter Kontrolle hat, sondern dass es besetzt ist sozusagen von einem anderen feinstofflichen Wesen, nämlich von einem Geist. Und kennt man ja auch diese Krankheit, dass Menschen verschiedene Persönlichkeiten haben. Persönlichkeitsspaltung, oder wie sie das auch immer nennen hier in der westlichen Welt. Aber das sind auch Personen, die verschiedene Geister in sich tragen. Und für die Ärzte und Wissenschaft sind das teilweise Sachen, wo sie viel spekulieren, aber wir haben detaillierte Beweise dafür, wie das sein könnte. Nicht unbedingt immer sein muss, aber wie es sein kann. Und das erklärt, wird sehr schön erklärt in den vedischen Weisheiten. Und hier wird auch beschrieben, dass König Puranjana immer, wenn er dieses Tor benutzen will, also wenn er sich dieser Sinnesfreude der Sexualität sozusagen, wenn er dem nachgehen will, ist er irre in diesem Moment. Und ist immer begleitet von diesem Freund. So. Und jetzt können wir mal unser eigenes Leben gucken. Haben wir vielleicht selber schon mal die Erfahrung gemacht? Oder haben wir selber vielleicht diese Erfahrung gemacht und uns ist bewusst geworden, oh, da werde ich gerade von etwas anderem getrieben. So. Wie könnte man das auch nennen? Jetzt nicht Geister oder man ist besessen von etwas, aber wie könnte man diesen Antrieb nennen, den wir alle in uns haben? Was ist das normale Prinzip in der Materie? Wir wollen etwas genießen. Wie nennt man es, wenn man etwas genießen will? Was treibt uns da an? Lust. Genau, ist die Lust.